ganz ehrlich, komm, whatever. Perks. Hilfe. Also theoretisch hat sich das jetzt gelohnt, wenn ich meine Karte wiederfinde irgendwie. Und dabei nicht drauf gehe. Was ich gerade ehrlich gesagt noch nicht sehe. Ich finde echt die Karte einfach nicht wieder, ne? Das ist nicht die richtige, ne? Ne, es ist die Mondkarte. Das kann doch irgendwie aber nicht wahr sein, oder? Oh shit. Oh shit. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Es wird überhaupt nicht besser. Es wird gar nicht besser. Ich meine, okay, ich kriege ein bisschen hier noch Geld, aber das brauche ich nicht. Was ist das? Das sind Pheromone. Okay. Wo ist meine meine Sonne. Oh, da ist sie. Ganz ehrlich, damit gehe ich jetzt Richtung Boss. Ich weiß nur gerade nicht, wo der Boss ist. Das ist ein anderes Problem. Ich glaube, es geht irgendwo hier oben rum, oder? Oh, Girlings. Das ist nicht so geil. Geht weg. Gut, dass sie gerade geslowt waren. Und ich schieße inzwischen auch sehr viel slow. Und die Gegner sind vor allem auch sehr, sehr lange geslowt. Oh, guck mal. I can see forever. I can see forever. Oh shit. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr von den Dingern. Da sind definitiv jetzt glaube ich nicht mehr. Ich glaube das war es mit den Händen zumindest. Okay. So. Wo ist der Boss? Oder wo waren die Bosse? Hier bin ich runtergekommen. Oh shit. 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 Geht drauf. Ah, ich will nicht, dass ihr die ganze Zeit weiterschießt. Das geht so nicht. Das ist doof. Halt auf damit. I can see forever again. Oder immer noch oder so. Ich würde immer noch ein bisschen irgendwie Defense brauchen eigentlich, ne? Wenn ich mir das so angucke. Das wäre eigentlich was. Ach, da ist doch der Boss. Perfekt, dann auf geht's. Erstmal einen tiefen Schluck Tee nehmen. Wir müssen Satan umbraten. Wir müssen irgendwie Satan umbraten. Wobei der in geslowter Form, glaube ich, geht. Wobei, seine Füße sind halt fies, ne? Balls of Steel! Ja, die funktionieren. Perfekt. Balls of Steel funktionieren. Sehr, sehr schön. Das ist nicht so schön. Vor allem, weil die. Irgendwie wurde der auch gerade nicht geslowt, ne? Die ganze Zeit nicht. Die Sau. Der Chariot. Aegis ist Resistance. Nehmen erstmal weiter die Sonne mit. Das ist alles toll, aber irgendwie. Ich habe so wenig Leben, dass ich nicht weiß, ob sich das lohnt, das andere so lange mitzunehmen. Pheromone. Nope. Ich würde mich natürlich auch einfach mit der Sonne einmal... Oh shit. Mit der Sonne einmal voll machen und dann irgendwie... und dann weiter rumgucken. Wenn ich jetzt natürlich einfach eine zweite Sonne kriegen würde, wäre das unglaublich heftig. Nur das müssen wir natürlich erstmal kriegen. Oh Schande. Oh Schande. Oh Schande. Oh Schande. Es tut mir echt leid, dass ich so viel husten muss hier gerade. Was haben wir denn da? Nochmal Resistance. Warte mal, funktioniert das, wenn ich dann an das Ding dran gehe? Na, ich traue mich nicht. Es kann sein, dass das ein ich gebe es ja aus ist und dann funktioniert das irgendwie nicht. Von daher lassen wir es lieber. Oh shit. Oh shit, geh weg. Bloß von mir weg. Oh oh. Das ist auch nicht schön. Das Schöne ist jetzt gerade an denen hier, dass ich den... dass ich den Bombenwurm treffe, egal wo ich hinschieße quasi, weil andere Gegner noch im Raum sind. Da freue ich mich auch so ein bisschen drauf, dass es bei Satan so sein wird.
Denn sonst ist das sehr, sehr unangenehm. Mehr Health ab. Immer gerne. Immer sehr gerne. Das sieht gerade gar nicht so schlecht aus. Wir haben unglaublich viel Leben dadurch. Also zumindest für die Challenge haben wir sehr viel Leben, was man halt normalerweise in der Challenge nicht unbedingt hätte. Da ist einer direkt vor mir. Shit, er hat mich getroffen. Aber ich hatte ja zum Glück noch meinen Pinöppel Holy Mantle Leben. Oh, das könnte jetzt aber auch wieder ein Problem werden hier, weil mir gleich was im Gesicht explodiert oder so. Da zum Beispiel sind welche, die mir im Gesicht explodieren könnten, wenn sie zu schnell sind. Hat aber funktioniert. Der explodiert auch. Die explodieren alle. Das ist irgendwie alles nicht schön. Da ist irgendwo unten noch ein. Der explodiert nicht, aber der schießt in alle Richtungen, wenn er stirbt. Das ist auch nicht gut. Elepil, nope. Pheromone, nope. Balls of Steel, die nehme ich immer gerne. Der Rest ist eher unnütz. Warte mal, ich habe so viele Bomben, ne? Da können Karten drin sein. Warum springe ich die eigentlich nicht die ganze Zeit? Ich glaube, die Chance ist sogar gar nicht so schlecht, dass da Karten drin sind. Es kann natürlich grundsätzlich immer überall was drin sein, ne? Bla bla bla. Ich könnte jetzt einfach jeden Schädel, den ich sehe, oder jeden Stein, den ich sehe, sprengen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen Overkill hier. Auch wenn ich das natürlich schaffen möchte, halte ich das für Overkill. Aber in den Schädeln ist die Chance, glaube ich, höher, dass sowas drin ist. Von daher macht es vielleicht Sinn, die zu sprengen. Finde keinen Boss. Mal wieder. Ist ja auch nichts Neues eigentlich. Wo war ich denn hier noch nicht? Ha. Oh, hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Ah. Okay, das sind nicht die, die problematisch explodieren. Das geht alles noch. Klup. Ein komischer Wurm. Also vor allem, oh shit, ich hasse die Typen. Die sind fies, die sind richtig fies und gemein. Vor allem, wenn sie so weit voneinander weg rumeiern. Oh oh. Die hätten mir auch zu nahe kommen können, sehr unangenehm. Justice. Gib mir zumindest ein bisschen Stuff. Nein, geh weg mit dem Hermit. Oh Gott. Oh Gott, wo bin ich denn hier sicher? Wow. Hier bin ich nochmal sicher, ne? Yep, hier bin ich. Oh shit, hier bin ich nicht ganz sicher. Alter, ist das gemein hier alles. Hilfe. Ich sehe sie nicht. Ich sehe manche, die geslowt sind. Das war's aber auch. Da ist noch einer. Ich hoffe, das ist der letzte. Es ist der letzte. Puh. Der Hermit. Ah. Speed up. Ja, komm, nehme ich auch nochmal. Ich habe gar nicht so viel Speed, dass ich sagen würde, das ist ein Problem. Shit, das ist definitiv nicht der richtige Weg. Und weil das nervig ist, könnte das auch problematisch werden. Wegen dem hässlichen, komischen Kopf. Den ich halt rumschubse beim Schießen. Den vor allem der Abel auch nochmal rumschubst beim Schießen. Ja, der Fuse Cutter ist cool. Der könnte mir echt extrem helfen noch. Wenn ich zum Beispiel bei... Oh shit. Wenn ich zum Beispiel bei Mega Satan am Ende den Dingens habe. Wie heißt er denn? Justice. Dann würde ich sagen, wir gehen mal Satan an, was? Wenn wir bei Mega Satan zum Beispiel noch den Dingens haben. Shit, das hat nicht funktioniert! Wenn wir da noch den Ultra Greed Dude haben, dann könnte das sehr, sehr unangenehm werden sonst. Komm, erstmal einfach draufballern und
warten, hoffen, dass sie nicht, shit, nicht chargen. Oh oh, sie chargen. Wow, okay, sie haben mich aber nicht getroffen beim Chargen, das ist gut. So, wenn ich den jetzt ordentlich verlangsamt kriege, dann ist das auch alles kein Problem. Er ist, dammit, er ist nicht lange genug verlangsamt. Shit. Eigentlich muss ich immer irgendwie unter ihm her. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber das kriege ich nicht so richtig hin, wie ich das gerne hätte. So, sobald ich noch einmal Schaden nehme, muss da was kommen. Und jetzt einfach die ganze Zeit in der Pampa rumschießen und hoffen, dass die Viecher nicht neben mir spawnen. Da ist eins neben mir gespawnt und ich komme hier nicht raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dammit. Die Sonne. Wir haben Leben. Wir haben wieder ganz viel Leben. Das reicht. Jetzt muss ich nur gleich noch... Shit, da war halt direkt wieder einer, ey. Die spawnen schon wieder direkt neben mir, ne? Es ist zum Weinen. Es ist echt zum Weinen. Da ist schon wieder einer neben mir gespawnt. Ich glaub das ja nicht. Ich glaube das einfach nicht, ey. Okay, die große Frage ist, riskiere ich jetzt noch Dinge zu tun oder lasse ich's und gehe direkt zu Mega-Satan? Es ist beides, denke ich, valide eigentlich. Also es wäre beides valide Taktik. Ich habe halt so nichts Sinnvolles mehr. Und ich habe nur noch in Anführungsstrichen 6 Herzen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich glaube, ich riskiere noch ein bisschen rumzulaufen und zu hoffen, dass ich nichts finde, was mich umbringt. Ich finde garantiert Dinge, die mich umbringen, aber möglicherweise nicht schnell genug. Also Gegner, die mich nicht schnell genug umbringen oder so. Wenn ich sie verlangsamen kann und so. Wenn ich jetzt nochmal eine Sonne kriegen würde, ne, das wäre geil. Oh oh, oh oh, oh oh, unangenehm, 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 unangenehm. Au, natürlich trifft er mich, der Penner. Ich hätte übrigens noch ein Leben mehr, dadurch, dass ich den komischen Holy Mantle-Dingens-Effekt habe. Eine Karte. Mmh, Pillen oder Karten? Pillen oder Karten? Karten, da können Sonnen drin sein. Dark, oh shit. Da können Sonnen drin sein. Das ist geiler. Das ist sehr, sehr viel geiler, auch wenn natürlich HP-Ups cool wären. Aber wenn jetzt hier eine Sonne drin ist, dann denke ich, ist Mega-Satan kein Problem mehr. Aber ich traue mich ehrlich gesagt gerade so nicht ganz. Nochmal Sterne. Warum so viele Sterne hier? Judgment. Das ist aber auch gut. Da könnte noch ein HP-Up drin sein. Da ist noch ein HP-Up drin. Perfekt, das ist gut. So, wenn ich etwas zu Heftiges finde, dann kann ich immer noch hier mit den Sternen schnell weg. Wenn ich jetzt irgendwie so einen richtig, richtig miesen Raum mit irgendwie 4 Gurdy Junior oder so Bullshit finde, dann bin ich halt weg. Dann hau ich einfach ab. Dann muss ich natürlich hoffen, dass ich da nicht nochmal rein muss, um da wieder zurückzukommen oder so, aber... Lalala. Ah. Das hilft mir gerade wenig. Wenn wir mal ehrlich sind, aber passt schon. Geheimraum wäre auch mehr so, dass weswegen ich hier bin. Dammit. Jetzt, oh shit. 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 Geh drauf. Geh ganz schnell drauf. Drecksviech. Geh ganz schnell drauf. Der Emperor. Nee. Shot Speed und Shot Speed ab. Das ist mir fast schon wieder ein bisschen viel Speed hier. Aha, die sind ein bisschen drüber... Oh shit. Ein bisschen drüber gelaufen. Das ist übrigens jetzt der Emperor, das ist nicht so schön. Ich habe die falsche Karte dabei. Nicht die ich haben wollte. Ich meine, der gibt mir Bomben. Seine Bomben funktionieren nämlich gegen mich nicht. Das ist schön. Aha. Das funktioniert nicht. Du gibst mir nur Bomben. Du gibst mir nur Bomben. Das gibt mir nicht nur Bomben. Das ist, um genau zu sein, nicht so besonders toll. Aber passt schon. Da bringe ich dich um mit deinem blöden Mist. Die High Priestess und der Emperor schon wieder.
Dann nehme ich lieber die High Priestess mit gerade. Oh, der Freeze-Effekt ist natürlich auch geil. Oh, Schande. Das ist nicht so geil. Das ist überhaupt nicht so geil, weil ich die Gegner nicht sehe gerade. Aber Freeze. Freeze, 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 Freeze. Scapula. Oh, das sind gute Items, die ich hier gerade noch kriege. Oh, hier bin ich. Fancy. Jetzt überlege ich tatsächlich, ich glaube, das genügt mir. Ja, auf geht's, Mega Satan. Das reicht mir an guten Items. Das kriege ich hin so. Das kriege ich so hin. Da stampft nochmal die gute Mom auf ihn drauf. Und wir haben den eigentlich oft genug gemacht, dass das so funktionieren müsste. Der Freeze-Effekt bringt natürlich gegen ihn nicht viel, aber vielleicht gegen seine, gegen die halt. Zum Beispiel so. So lohnt sich das schon mal. Ich hätte gerne ihn ganz erst tot. Der nervt nämlich fürchterlich und vor allem ist der kein, oder ist er ein nervigerer Champion. Der andere Champion ist kein Problem, also er hier ist als Champion kein Problem. Denn da schießt er keine, also er verlangsamt oder das war es halt auch und das ist nicht schlimm in dem Fall. Da ist er nerviger als Champion, weil er genau die Typen spawnt, was nicht schön ist. Das geht, der Rest ist okay. Der Rest gibt vor allem theoretisch sogar... Au, shit. Der Rest gibt theoretisch sogar Bomben noch. Was auch okay ist. Hier, wie heißt er? Oh, shit. Jetzt ist er doch schon runtergekommen. Das ist nicht so geil. Das ist gar nicht so geil. Shit. Ganz, ganz... Au. Mist, den habe ich nicht gesehen. Wir haben nicht mehr so viel Leben. Man kann den einfrieren, wa? Theoretisch. Ah! Geh drauf! Kann ich vor allem auch verlangsamen, das ist schon mal gut. So, der müsste eigentlich auch kein großes Problem sein. Ich hoffe ja immer noch, dass wenn ich jetzt wirklich noch getroffen werde, ich vielleicht mit dem... Wie heißt das Dingen? Mit dem... Oh, es wird viel. Es werden viele. Dass ich vielleicht mit der Habit noch eine Karte und dann... eine Sonne oder so. Das wäre so crazy. Das wäre natürlich extrem lucky dann, aber es wäre natürlich das Coolste der Welt. Wenn das passieren würde. Könnte. Dürfte. Okay, er muss sterben. Er muss ganz, ganz schnell sterben. Ganz, ganz schnell, weil sonst kann ich mich hier nicht ordentlich bewegen. Okay, perfekt. Vor allem ist das dann auch schon mal weg, wenn der nächste kommt. Okay, das wird einfach nur zu mehr Bomben. Das ist sehr schön. Stirb, 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 stirb. Du bist nicht gut, weil du das machst. Oh Gott. Okay, kein Problem. Rest geht, Rest geht, Rest geht, Rest geht. Der Rest ist kein allzu großes Problem. Die Engel werden gleich nochmal mies, glaube ich. Hä? Seit wann haut der mit beiden gleichzeitig zu? Das war wahrscheinlich, weil einer eingefroren... Ah! Shit. Weil einer eingefroren war, wa? Ein bisschen Schaden darüber aufbauen hier noch. So, der kann nicht nach... der kann nicht direkt nach oben oder so schießen. Den müsste ich eigentlich auch problemlos töten können. Ah. Wobei der halt schneller ist und nerviger und vor allem in andere Richtungen noch schießen kann. Shit. Das geht aber. Wenn ich weit weg bin, dann habe ich... mehr Spielraum zum sinnvoll ausweichen gegen den. Oh Gott. Wenn der jetzt zu den Seiten geschossen hätte gerade, ne? Das wäre nicht gut gewesen. Je weiter ich von ihm weg bin, desto besser. Desto einfacher funktioniert das mit dem Ausweichen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist problematisch tatsächlich. Das ist tatsächlich Problem... Hat er mich getroffen? Nein, er hat mich nicht getroffen. Das ist tatsächlich problematisch mit dem Ausweichen gegen ihn. Oh shit, da kommt... Oh Gott, ich glaube Satan hat gerade das Viech getötet. Das war gut. Und ich bin jetzt schnell durch ihn durchgelaufen. Okay, okay, jetzt aber... Jetzt geht's um die Wurst hier. Jetzt geht es schwer um die Wurst hier. Wenn ich ihn gut
slowen kann, dann habe ich keine Probleme. Wenn ich ihn nicht gut slowen kann, dann kriege ich Probleme. Gegen die Feuerattacken bin ich nicht gut. Ich kann das nicht besonders gut mit den Feuerattacken. Dem Rest kann ich normalerweise eigentlich ganz gut ausweichen. Shit. Sprach er und wird natürlich getroffen. Dammit. Dammit. Shit. Da kam noch mal einer nach. Er ist nicht mehr weit vom Tod entfernt. Stirb, du blödes Mistvieh. Oh, es wird immer kleiner. Der Bereich wird immer kleiner. Ich hab's. Ja! Oh, puh. Samson feels healthy. Boah. Oh. Aller guten Dinge sind drei. Alter, das war hart. Das war richtig hart. Das ist aber eine total... Also, ich persönlich finde die Challenge grundsätzlich ziemlich geil, weil sie halt schwer ist. Die macht Spaß. Wenn man nicht so extrem unlucky ist, geht das auch. Die Runs davor waren ja einfach so... Ne. Und in dem Run, wir waren nicht overpowered. Das ist eigentlich das Schöne. Deswegen freue ich mich tatsächlich so heftig, dass ich das jetzt geschafft habe. Normalerweise, wenn man so overpowered ist, dann ja, guckt man halt da so durch. Ne? Wenn man jetzt irgendwie Sensen ganz früh kriegt oder irgendwie solche Geschichten, dann geht man da halt relativ durch wie mit einem heißen Messer durch die Butter. Aber in dem Fall waren wir nicht overpowered. Aber wir haben es so geschafft. Mit viel Konzentration am Ende noch gut spielen, bisschen Risiko mit rein und dann ging das. Puh. Danke, dass ihr mal wieder zugeschaut habt, dass ihr das zusammen mit mir durchgestanden habt. Und eine Challenge fehlt uns noch, aber bis dahin gibt es natürlich erstmal nochmal wieder einen normalen Run und so weiter. Jetzt sind so viele Challenge-Runs gewesen, das heißt, da muss ich erstmal wieder ein bisschen mich dazwischen ausruhen. Also, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss!